BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der Tuttlinger Landrat und CDU-Politiker Guido Wolf ist neuer Landtagspräsident. Damit ist er der Nachfolger von Willi Stechele, der vor rund 2 Wochen aufgrund seiner Beteiligung beim umstrittenen NBW-Rückkauf zurückgetreten war. Zu Beginn der Wahl hatte Guido Wolf noch zittern müssen, denn auch andere Kandidaten aus der CDU-Fraktion waren im Vorfeld für das zweithöchste Amt des Landes vorgeschlagen worden. Letztendlich aber votierte eine deutliche Mehrheit für den Tuttlinger Landrat. 109 von 134 Abgeordneten stimmten für Wolf. 13 Abgeordnete hatten sich enthalten. Der Kommunalpolitiker will ein wachsamer und notfalls unbequemer Landtagspräsident werden und distanzierte sich damit vom umstrittenen NBW-Deal, der seinen Vorgänger zu Fall gebracht hatte. Demokratische Parlamente sind in der Verfassung verankerte Prüfsteine. Und zwar gewollt und unverzichtbar. Und deshalb will ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass sich eine Missachtung der Rechte des Parlaments, gar ein Verfassungsbruch, wie er im Rahmen des Ankaufs der NBW-Aktien vom Staatsgerichtshof gerügt wurde, nicht wiederholen darf. Diese Distanzierung veranlasste wohl die Grünen und die SPD dazu, Wolf zu unterstützen. Wolf zeigte sich beeindruckt von der Mehrheit und verwies auf die parteipolitische Unabhängigkeit seines Amtes. Im Zuge der aktuellen Bundeswehrreform verliert das Land seine Standorte in Sigmaringen, Immendingen, Huntingen und Hartheim und insgesamt 4.000 Arbeitsplätze. Allein in Sigmaringen fallen durch die Schließung der Stauffenberg-Kaserne 1.500 Arbeitsplätze weg. Am Standort Meßstetten wird die Truppenstärke von 750 auf 30 reduziert. In Ellwangen gehen 1.340 Arbeitsplätze verloren. Erhalten bleiben dagegen das Transporthubschrauberregiment 25 in Laupheim und ebenso, aber verkleinert, die Alpkaserne in Stetten am Kalten Markt. Durch den Truppenabbau gehen laut der Einschätzung von Experten zusätzlich auch zahlreiche zivile Arbeitsplätze im Umfeld verloren. Neue Streikaktionen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihren Arbeitskampf um mehr Urlaub, Personal und volles Weihnachtsgeld heute in 7 Städten des Landes fortgesetzt. In Stuttgart, Freiburg, Heilbronn, Esslingen, Karlsruhe und Baden-Baden blieben Bus und Bahnen wieder in den Depots. Viele Menschen wichen deshalb innerstädtisch auf ihre Autos aus. Auch auf den jeweiligen Zufahrtsstraßen kam es dadurch wieder zu Staus und Behinderungen. Im Landtag wurde heute über den zukünftigen Kurs beim Energieversorger NBW gestritten. Die NBW hatte im vergangenen Halbjahr heftige Verluste hinnehmen müssen. Erstmals war der Stromversorger mit 590 Millionen Euro ins Minus gerutscht. Die NBW selbst fordert vom Land daher, auch angesichts der Energiewende, eine millionenschwere Kapitalerhöhung. Doch die grün-rote Koalition wolle keine Schnellschüsse. Umweltminister Franz Untersteller warf der NBW vor, noch immer keine tragfähige Unternehmensstrategie vorgelegt zu haben. Grün-Rot verlangt vom Vorstand Antworten auf kritische Fragen. Der Vorstand muss den Anteilseignern die Frage beantworten, wie er mit den abgeschalteten und noch abzuschaltenden Atomkraftwerken intern als Unternehmen umzugehen gedenkt und umgehen will. Der Vorstand muss den Anteilseignern auch die Frage beantworten, wie die EnBW in Zukunft die Zusammenarbeit mit Stadtwerken gestalten kann und will. Zudem brauche die NBW einen konkreten Plan, wie sie bei der Energiewende verfahren will. Angesichts der Kapitalerhöhung erwartet das Land auch Auskunft darüber, mit welchen Gewinnausschüttungen die NBW in den nächsten Jahren rechnet. Dass der Atomausstieg größtenteils Schuld an den Verlusten des Strombetreibers sei, weist Untersteller zurück. Zuvor seien vom Vorstand viele finanzielle Fehlentscheidungen getroffen worden. Damit könnte auch NBW-Vorstand Hans-Peter Philis wackeln. Auch die Grünen und die SPD stellten sich kontra Philis. Der Eindruck, der erweckt werden soll, dass durch die Energiewende das Unternehmen in eine Schieflage gekommen ist, der ist zu korrigieren. Zuvor hatte aber die Opposition der Koalition vorgeworfen, keine Strategie für die NBW zu haben. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.